Hallo und grüßt euch miteinander. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man sich so einen breitschenkligen 90-Grad-Winkel selber fräsen kann. Ich nehme den als Hilfsmittel her, ich zeige euch am Schluss auch noch für was. Als allererstes fräsen wir das Grundteil von dem Winkel, dafür nehmen wir 4 mm Hart-PVC. Als Unterlage habe ich nochmal ein Hart-PVC als Opferplatte, weil wir mehr den Winkel komplett durchfräsen, sonst darf man in den Arbeitstisch reinfräsen. Und dann kann man eigentlich schon mit dem Programm beginnen. Das Teil ist jetzt mit Haltestegen noch fest. Die Haltestege, die habe ich alle so angebracht, dass auf der äußeren Seite vom Winkel sind, die wo wir nicht brauchen, da wo es nicht so genau geht. Die machen wir halt jetzt abstechen, die Haltestege. Ich habe es nur 1 mm hoch gemacht, dass man es auch leicht entfernen kann, die Haltestege. Und dann schaut der Winkel so aus. Da sind die Haltestege. Das werden ja die zwei Flächen, die wir brauchen, um unseren Winkel anzulegen. Und dann machen wir jetzt die zwei Schenkel noch. Und dann werden wir das Ganze zusammenkleben. Seht ihr, da ist jetzt der Programmcode verkehrt rumgelaufen. Normalerweise erst die Tasche gemacht gehört und dann ausgeschnitten. Durch das, dass wir aber Haltestege drin haben, ist das kein Problem nicht, weil das Teil drin nicht umeinander fallen kann. Dann fräsen wir gleich noch die andere Wange. So, dann waren die Teile fertig, dann tun wir sie in Graten und zusammenkleben und dann zeige ich euch noch für was, dass ich das, den Winkel hernehme. So, die Außenkanten, da wo die Schenkel dran kommen, die tun wir nicht in Graten,
Wir dann bloß die inneren Kanten entgraten, da wo nachher keine Klebefläche nicht ist. Da habe ich noch was Besseres. Da kann man genauso einen Handengrater hernehmen wie auch bei Aluminium. Das gibt eine schöne saubere Phase und geht auch wesentlich schneller. Die Feile da wirft jetzt fast ein bisschen einen Grat auf. Das will man nicht. So, dann werden wir alle Teile noch mit einem Lappen mit Bremsenreiniger sauber machen. Natürlich ist es nur da notwendig, da wo wir Klebeflächen haben. Man kann jetzt das Material auch noch primern vor dem Kleben, das ist allerdings nicht notwendig. Zusammengebaut wird das Ganze dann auch so. Ich habe die Teile jetzt nochmal zusammenprobiert, ob alles zusammenpasst. Und jetzt werden wir mit einem Loctite, einem 401, werden wir die Teile miteinander verkleben. Dafür geben wir einfach in die Nuten, die wir da haben, die wo wir auch schauen, dass die absolut staubfrei sind und keine Späne nicht drin sind, geben wir da einen Sekundenkleber rein und dann stecken wir die Teile ineinander und dann werden wir nochmal mit so einem Haarlinealwinkel, das muss jetzt kein Haarlinealwinkel nicht sein, das kann ein ganz normaler Winkel auch sein, werden wir nochmal die Winkeligkeit von den Teilen prüfen. Ob das passt beim Zusammenkleben, aber eigentlich ergibt sich das durch die Konstruktion, so wie ich es gebaut habe, sowieso von Haus aus. Da kommen wir eigentlich gar nicht aus. Der 401 funktioniert da einwandfrei. Da braucht man nichts vorher primern, wie ich gerade vorher schon gesagt habe. Der hält sehr gut auf Hart-PVC. Man kann jetzt auch noch einen Hart-PVC-Schmelzkleber hernehmen, aber da kann es natürlich sein, dass sich dann die Form von dem Winkel verändert. Deshalb nehmen wir einen ganz normalen Sekundenkleber. Da geht auch einer, das muss jetzt nicht unbedingt der Loctite sein. So, das muss jetzt noch relativ schnell sein, weil der Loctite sehr schnell anzieht. So, Teile sind beieinander, Winkel kontrollieren. Winkel passt. Der da passt. Ah, der kann gar nicht anders aus. Und dann halten wir das jetzt einfach ein paar Sekunden zusammen. Dann hat der eh schon Grund anzogen. Und dann tun wir noch da in die Ecken einen neuen Laufen lassen. So. Und dann ist der Winkel mit den breiten Schenkel auch schon fertig. Dass das kein Ultra-Präzisionswinkel nicht ist, das ist auch klar, aber der passt zu 99,9%. Den Winkel brauche ich nämlich, wenn ich mal selber Akku-Packs baue. Dann werden nämlich Akku-Packs oder besser gesagt Zellen zusammengeklebt mit Sekundenkleber. Ich mache meistens immer so Zweierpacks. Dann lege ich die da drauf. Tue aufs nächste Zweierpack einen Sekundenkleber und dann richte ich das so zueinander aus. Hinten habe ich dann auch noch einen Anschlag, das von der Länge her passt. Und dann habe ich nämlich die Zellen sauber im Winkel zueinander verklebt. Weil wenn ich das jetzt ohne den Winkel mache, dann verdrehen sie eventuell die Zellen und stehen dann nicht mehr sauber zueinander. Deshalb habe ich mal so einen breiten Winkel gemacht. Vorher habe ich das mit einem schmälen Winkel gemacht, aber es ist einfach viel schöner, wenn die Zelle da sauber anlegen kann an dem Winkel. Man hätte ihn vielleicht noch breiter machen können, aber dann kann man keine kurzen Zellen eventuell nicht mehr gescheit greifen, nicht mehr halten. So passt mir das ideal. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Winkel. Da sind wir das da sparen. Das ist nämlich auch so eine Hilfe. Da kann man nämlich die 18650 Akkus einlegen in die Hilfe und dann da drin verkleben. Die sind jetzt 21700er Zellen. Da baue ich nämlich wieder einen Akku. Da gibt es auch ein Video dazu. Da mache ich euch ein Video, wie wir das verschweißen und wie wir das verbauen.
Ich hoffe, dass euch das Video was bringt. Ein kurzes Video über eine Arbeitshilfe, so ein Winkel, wie ich immer sage. Werkzeug ist A und O im Modellbau, deshalb scheut es nicht, dass ihr euch eine Drehmaschine oder eine Fräsmaschine oder eine CNC-Fräsmaschine kauft. Das rendiert sich auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwann keinen Bock mehr drauf habt, der Wiederverkaufswert von so Sachen ist recht hoch. Ihr kriegt gebraucht, ich sage jetzt mal, ähnliche Preise wie fast neu. Und deshalb ist das auch kein großes Risiko nicht. Wenn man mit dem Hobby irgendwann nichts mehr zum da hat, verkauft man die Sachen wieder, kriegt fast wieder dasselbe Geld und hat dafür eine schöne Zeit mit dem Hobby verbracht, ohne dass man sich ärgern müssen hat, weil man kein Werkzeug nicht gehabt hat. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao für dich.